Nach dem gewaltsamen Tod der 9-jährigen Valeria hatte die Polizei bisher nach 2 Männern gesucht. Der eine, der Ex-Freund ihrer Mutter, soll sich in Tschechien aufhalten. Doch die dortigen Fahnder konnten mit dem moldawischen Staatsbürger bislang nicht aufspüren. Inzwischen hat er sich gemeldet und hat gesagt, er kann mit der Tat nichts zu tun haben, da er beim Zahnarzt war. Der zweite Mann ist ein Ukrainer, Mitte 50, und lebte zuletzt in der Nachbarschaft von Valerias Mutter. Nach Bildinformationen soll sie den Mann erst vor kurzem wegen Stalkens angezeigt haben. Die Leiche der 9-jährigen Ukrainerin Valeria wurde am vergangenen Dienstag in einem Waldstück nahe der sächsischen Stadt Döbeln gefunden. Und damit schauen wir zu Lutz Stordl, der den Fall ja für uns in den vergangenen Tagen immer wieder intensiv beobachtet hat. Lutz, was weiß man jetzt? Also das heißt jetzt, der eine Mann sei beim Zahnarzt gewesen, er kann es nicht gewesen sein. Konzentriert jetzt die Suche jetzt tatsächlich auf den anderen, einen Ukrainer, der offenbar von Valerias Mutter ja wegen Stalkings angezeigt wurde? Es ist nach wie vor so, dass die Polizei wenig Einblick in die Ermittlungsarbeit gibt. Also richtig wissen wir es nicht. Es ist klar, es wird noch nach einem Mann gesucht, der sich wohl in Tschechien aufhalten soll, der von der Überwachungskamera eines benachbarten Hauses am Morgen von ihrem Verschwinden aufgezeichnet wurde. Also das könnte eine Spur sein. Wir wissen aber auch nicht, ob er als Zeuge oder wegen möglicher Täterschaft gesucht wird. Wir sind hier zentrumsnah und wir sehen hier auf dem ehemaligen Schulweg, da haben also bekannte Schüler Döbelner eine kleine Ecke eingerichtet, wo man Kerzen niederlegt, wo Mütter mit ihren Kindern herkommen, um zu erklären, was hier passiert ist, wie es sein kann, dass ein 9-jähriges Mädchen sein Leben verliert. Das sind sehr emotionale Bilder, die wir heute schon den ganzen Tag hier sehen. Und die Stadt ist eben weiter, man muss schon sagen, in Trauer. Eigentlich sollte jetzt für das Stadtfest aufgebaut werden. Da waren am Dienstag vor dem Auffinden von Valeria schon Riesenräder, Karussells angeliefert worden. Dann hat man das komplett abgesagt. Man hat gesagt, man kann in dieser Situation einfach kein Stadtfest feiern. Und dagegen regt sich auch wirklich kein Protest. Stattdessen sollen morgen 18 Uhr sind die Döbelner aufgerufen, mit einer Kerze in der Hand sich in der Innenstadt zu versammeln, um nochmal des Mädchens zu gedenken. Und wenn man mit Eltern hier spricht, natürlich, es ist neben dieser großen Mitleidsgeschichte auch das Problem, dass der Täter eben fehlt. Die Eltern haben Angst, die kommen, holen ihre Kinder selber von der Schule ab. Also das ist wirklich wichtig, dass man, wenn man schon den Tod des Mädchens nicht verhindern konnte, nun wenigstens den Täter möglichst schnell greifen kann. Das ist das, was alle hier dringend wollen. Und ja, und die Ermittlungen laufen eben im Moment im Hintergrund. Polizei ist jetzt in Döbeln im Moment nicht mehr so präsent. Lutz, du wirst uns weiter auf dem Laufenden halten. Danke für den Moment nach Döbeln in Sachsen.